beginnen mit einer Gedenkminute, um an die Menschen zu denken, die im Krieg, in besonderen Konflikten und in Schwierigkeiten sind, einfach Gedanken des Friedens eine Minute im Herzen tragen. Vielen Dank. Ich habe die schöne Aufgabe, Caroline Neuber kurz vorzustellen. Sie hat zwar schon referiert, ja, aber es ist gut, kurz etwas zur Biografie zu sagen. Sie hat in Augsburg studiert, zunächst Mathematik und Physik und ist dann auf die Theologie umgestiegen, 2006 der Abschluss. Und dann begann ein Promotionsstudium über Psalmen, die Welt der Psalmen. Gleichzeitig war Frau Neuber dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Katholischen Akademie einige Jahre tätig und hat die junge Akademie dort aufgebaut. Ihre Dissertation, die sie in Augsburg abgelegt hat, wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet, als auch ein Zeichen für die sehr gute, hervorragende Arbeit. Nach der Promotion 2017 war dann Frau Neuber nicht, bevor sie nach Freiburg kam, noch an der Universität Siegen als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig, mehrere Jahre. Nach der Promotion dann nach Freiburg als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Da hat Frau Neuber gearbeitet über Ezechiel, und zwar auch Ezechiel und Raumvorstellungen im Ezechielbuch und nicht nur im Ezechielbuch. Das ist das Thema, das uns heute auch beschäftigen wird. 2022 wurde Frau Neuber habilitiert und seit Juli 2022 ist sie ordentliche Professorin und Lehrstuhlinhaberin am Lehrstuhl für Exegese des Alten Testamentes. Schon zuvor hatte sie vor der Habilitation den Lehrstuhl auch verwaltet und betreut. Ja, so viel ganz kurz zur Vita. Von ihren Forschungsprojekten her, die Themen, die Frau Neuber besonders beschäftigen, sind auch die Themen ihrer großen Arbeiten. Das ist Psalmen und Psalter, dann die Prophetie und hier besonders Ezechiel. Dann war sie einige Zeit auch in Jerusalem gewesen und im Heiligen Land. Deswegen auch die biblische Archäologie, die sie besonders interessiert. Auch mit Exkursionen mal nach Israel immer wieder. Dann Thema Schöpfung und Anthropologie und auch Gottesbilder und anstößige Gottesbilder im Alten Testament. Sie sehen also, da gäbe es noch viele Themen, die auch im Rahmen des Klaus-Hämmerle-Forums möglich wären. Dann einige Projekte, die sie in Angriff genommen hat. Das sind einmal die Qumran-Psalmen, die apokryphen Qumran-Psalmen, wo sie an einem Kommentar mitarbeitet. Dann das Thema Schöpfung, Schöpfungsspiritualität und Schöpfung und ökologische Fragen. Das heißt, Frau Neuber ist sehr dran, wie alttestamentliche Themen auch aktualisiert werden können. Und dazu gehört auch das Thema, mit dem wir uns heute befassen, Krisenbewältigung im Ezechielbuch. Das Ezechielbuch als ein Buch, das von einem Abbruch spricht. Ich war jetzt eben im Mariendonk gewesen und da ist mir eine Zeitschrift in die Finger gekommen. Da heißt es, im Blick auf die Orden, Ars Moriendi, Ars Vivendi, vom Umgang mit dem Tod
und dem Aufbruch ins Neue? Das ist die Frage, die die Orden beschäftigt. Wir müssen loslassen, wie soll es weitergehen? Oder es gibt, weil wir im Klaus-Hämmerle-Forum sind, einen kleinen Band von Hämmerle, von Bischof Hämmerle, Nachlassverwalter der Vergangenheit oder Wegbereiter der Zukunft. Und es ist genau dieses Thema. Aber die Frage ist, zwischen der Vergangenheit, die zu verabschieden ist, und der Zukunft, die im Kommen ist, was geschieht dazwischen? Was geschieht im Hiatus? Was ist da an diesem Wendepunkt? Und das ist jetzt ein Thema, zu dem Frau Neuber anhand des Ezechielbuches uns einiges sagen wird. Krisenbewältigung im Ezechielbuch. Sie haben ein Handout bekommen, alle, auf das Frau Neuber dann auch eingehen wird. Caroline, ich übergebe dir das Wort und wir freuen uns auf das, was du uns weitergeben wirst. Vielen Dank, Franz. Dann mache ich mal meine PowerPoint ein. Und ja. Genau, und jetzt muss ich die hier freischalten, was nicht immer ganz einfach ist mit Zoom, auch wenn man zwei Bildschirme hat. Hier habe ich es, genau. So. Genau. Also, auch von meiner Seite herzlich willkommen zu meinem Vortrag hier. Wie gesagt, das Handout, das ist zunächst mal vor allem, dass Sie einfach auch was haben, was Sie dann behalten können. Ich muss jetzt nicht sagen, was Sie nach Hause nehmen können, aber was Sie dann zu Hause behalten können, ein bisschen als Gedächtnisstütze. Und auf der zweiten Seite sehen Sie dann einen längeren Bibeltext. Da werde ich dann am Ende des Vortrags wird es dann einige Kleingruppen geben, da werden wir dann aufgeteilt werden in Kleingruppen, wo Sie sich dann über diesen Text oder angestoßen aus diesem Text dann über das Ganze nochmal miteinander austauschen können. Genau. Krisenbewältigung mit dem Ezechielbuch habe ich diesen Vortrag genannt. Und ja, Franz hat ja schon angedeutet, dass wir in der Welt, in der Gesellschaft gerade sozusagen im Dauerkrisenmodus sind. Ich habe jetzt mal nur Symbolbilder für die weltweiten Krisen, also Krieg, Naturzerstörung, Klimawandel, Artensterben und so weiter mitgenommen. Wir könnten noch die Polarisierung der Gesellschaft, zunehmenden Antisemitismus und so weiter, könnten wir noch bedenken. Gehen wir eine Ebene weiter runter, eher in unser persönliches Umfeld. Das sind, ja, ich fand das Beispiel, Franz, mit den Ordensgemeinschaften ein sehr wichtiges Beispiel, gerade aber auch insgesamt die Kirche auch an einem Wendepunkt. Wie geht's weiter? Die Kirche, die an Bedeutung verliert, die Orden, die immer weniger Nachwuchs haben. Wo geht's denn eigentlich hin? Wo geht denn Krise? Ist ja die Frage der Entscheidung. Krise heißt ja nicht einfach, alles ist schlecht, sondern Krise vom griechischen Wort her heißt ja die Frage der Entscheidung. Also wie geht es weiter? Und wir könnten jetzt auch auf persönliche Krisen blicken und schauen, sind wir eigentlich selber in einer Krisensituation, in einer Situation, wo sich dann etwas entscheiden muss. Und die große Frage ist ja immer, wie können wir gut durch solche Krisen kommen? Wie können wir gut weiterkommen? Wie können wir da auch hoffnungsvoll weitergehen, auch in Hoffnung auf Gott natürlich? Und in einer solchen Krisensituation ist das Buch Ezechiel entstanden. Das Ezechiel-Buch bearbeitet die große Katastrophe des babylonischen Exils. Ich möchte das Ihnen ganz kurz historisch ein bisschen einordnen. Und da kommen wir ins frühe 6. Jahrhundert vor Christus. Wir hatten die Schwesternstaaten Israel und Juda, habe ich Ihnen hier auf der Karte mal eingezeichnet, also das Mittelmeer und dann Israel und Juda. Israel ist allerdings zu dieser Zeit schon lange von den Assyrern erobert worden. Die Bevölkerung ist zerstreut worden. Also auch das war schon eine Katastrophe, die im Gedächtnis der Judäer, derer, die in Juda wohnen, noch drin ist. Übrig blieb Juda mit der Hauptstadt Jerusalem. Und hier kommt es dann eben auch zur Katastrophe. Also hier mal eine Zeichnung, wie Jerusalem vielleicht ausgesehen haben könnte. Und da rücken die Babylonier an
und erobern, belagern und erobern diese Stadt zweimal nacheinander, sogar 597 ungefähr und 587 vor Christus. Da haben wir diese Eroberungen, und diese Eroberungen durch die Babylonier, die bedeuteten eine Zerstörung der Stadt in zwei Etappen. Vor allem 587 war dann eine starke Zerstörung, die bedeutet aber auch sehr starke Deportationen. Also große Teile der Oberschicht vor allem sind deportiert worden ins babylonische Exil, also von Jerusalem, dann vermutlich wohl wirklich über diesen Bogen, über den fruchtbaren Halbmond, dann Richtung Babylon, damals ins Kernland des Babylonischen Reiches. Und diese Erfahrung von Krieg, von Zerstörung, von Verlust und von Deportation, das war natürlich wirklich eine ganz große Katastrophe, die im Alten Testament auch unter anderem, also klassisch ist immer der Psalm 137, den man dann zitieren kann, der beginnt mit den Worten: An den Strömen von Babel, also dort in der Deportation, da saßen wir und weinten, wenn wir Zion gedachten. Also wenn wir an Jerusalem, an den Zion, an den Zionsberg dachten, dann können wir nur weinen, denn diese Katastrophe ist so groß. Der Verlust des eigenen Landes, der Verlust von Besitz und von Heimat natürlich, ein schwieriger Neuanfang im Zweistromland mit einer Neuansiedlung, Zuweisung von Land. Man muss da landwirtschaftliche Arbeit betreiben, also ein sehr mühsamer Anfang, und die Sehnsucht nach der Heimat. Aber das ist es nicht allein, das ist nicht alles. Wenn hier im Psalm an Zion gedacht wird, dann ist es nicht nur die Heimat, sondern dann ist es auch der Gottesbezug mit dem Tempel auf dem Zionsberg, der hier angesprochen wird, der nämlich in Frage gestellt ist. Wie ist denn eigentlich jetzt unsere Beziehung zu unserem Gott? Wie kann das sein? Wie konnte überhaupt diese Katastrophe hier geschehen? Ist unser Gott schwach? Ist er also den babylonischen Göttern unterlegen? Oder hat er uns einfach vergessen? Was ist denn da eigentlich passiert? Und insgesamt haben wir hier traumatische Erlebnisse, die theologische Fragen aufwerfen, die bearbeitet werden müssen. Und das ganz Überraschende, was wir hier aber haben, ist, dass das Volk daran nicht zerbrochen ist. Im Gegenteil, das Volk hat überlebt und hat sich ganz neu erfunden, könnte man sagen, hat eine ganz neue Gestalt angenommen, die letztlich dann im Judentum mündet. Also da haben wir natürlich hier erst die ersten Anfänge, aber letztlich hat sich die Gestalt ganz stark gewandelt, indem man diese Katastrophe, dieses Trauma bearbeitet hat. Und wie hat man das geschafft? Wie haben die Judäer es geschafft, da durchzukommen und trotzdem ein Volk zu bleiben? Und eine Antwort habe ich im Ezechiel-Buch gefunden, eine Antwort, wie wohl versucht wurde, diese Katastrophe, diese Krise die Krise zu durchleben, die Katastrophe zu verstehen und auch fruchtbar zu machen. Wie konnte das geschehen? Dazu habe ich auch in andere Kulturen geguckt. Wie ist denn Krisenbewältigung, wie hat das denn da stattgefunden? Und da musste ich jetzt nicht selber gucken, sondern das haben ja zum Glück schon Leute vor mir vorgearbeitet. Einer ist Arnold van Gennep, der hat Anfang des 20. Jahrhunderts ein Buch herausgebracht über die sogenannten Übergangsriten oder die Rite de Passage, wie er auf Französisch das genannt hat. Also die sogenannten Rite de Passage, vielleicht haben das manche schon mal gehört. Übergangsriten ist einfach der deutsche Begriff dazu. Vertieft wurde das Ganze von Victor Turner, dann so in den 1960er Jahren. Von ihm habe ich hier jetzt ein Buchcover, also das Buchcover, wo er diesen Ritual Process, also den ritualen Ablauf als Titel genommen hat. Was sind Übergangsriten? Was sind Rites de Passage? Arnold van Gennep hat viele verschiedene Riten in Kulturen aus aller Welt
untersucht und verglichen und hat festgestellt, da kommen immer wieder drei Phasen vor, immer wieder drei sehr ähnliche Phasen. Und diese drei Phasen bilden nicht immer genauso stringent, manchmal überlappen sie sich, manchmal wiederholen sie sich, aber diese drei Phasen bilden einen Prozess, bilden ein Ritual, das eine bestimmte Wirkung hat. Und zwar ist die Wirkung oder der Anlass, könnte ich vielleicht eher sagen, ist, dass jemand in einer Gesellschaft seinen Status wechselt. Also zum Beispiel ein Kind, das hat den Status Kind, geht über in in den Fokus oder in den Bereich der Erwachsenen. Wird also vom Kind zum Erwachsenen. Naja, könnte man sagen, gut, passiert hier automatisch mit dem Tag des 18. Geburtstags. Wir sind eine moderne Gesellschaft, die sich sehr weit von diesen Riten wegentwickelt hat. Also bei uns gibt es da nur noch Reste davon. Aber in Gesellschaften, wo Rituale noch eine starke Rolle spielen, werden solche Lebensübergänge sehr stark markiert. Was Sie gut kennen, denke ich, als die meisten sind hier sicher Christinnen und Christen, ist die Taufe. Die Taufe ist auch genauso ein Ritual, wo ein Statuswechsel stattfindet von nicht-christlich zu christlich. Also die Person wechselt ihren Status. Es ist dann etwas anderes. Die Wirklichkeit ist hinterher anders. Und der Platz in der Gesellschaft ist hinterher anders. Der Platz ist dann hinterher in der Kirche, in der kirchlichen Gemeinschaft. Heirat, ist auch so ein Statuswechsel oder auch der Tod. Letztlich ist auch der Tod ein Statuswechsel, den man mit Ritualen bearbeitet. Und das ist eben das Interessante, diese Übergänge, diese Lebensübergänge. Die stellen auch in gewisser Weise eine Krise dar. Also eine Person, oder es kann auch eine ganze Gruppe sein, es kann auch die gesamte Gesellschaft sein, wenn eine Gesellschaft zum Beispiel vom Friedens in den Kriegsmodus wechselt oder umgekehrt. Das ist auch eine Situation der Krise, der Entscheidung, des Wandels, des Wechsels, wo man auch einen neuen Platz einnimmt, der ja auch vielleicht noch fraglich ist, der noch etwas unklar ist. Und diese Übergänge werden in diesen Gesellschaften mit Riten markiert, mit Ritualen bearbeitet, kann man sagen. Und diese Riten enthalten Symbole, die den Vorgang noch mal verdeutlichen und spürbar machen, die einem dabei also helfen, in diesen neuen Status hinüberzugehen. Und van Gennep hat eben herausgefunden, dazu braucht es offensichtlich menschlicherseits drei Phasen. Zunächst mal eine Ablösungsphase. Ich habe diese drei Phasen hier auf der Folie mit diesen Dreierpfeilen gemacht. Also Sie sehen oben die drei Phasen, unten dann drei Beispiele dazu. Also die Ablösungsphase oder die Trennungsphase. Man legt den bisherigen Status ab. Also man legt den Status des Kindes ab. Man legt den Status des Nichtchristen ab, oder ja, man legt, jetzt fällt mir kein anderes Beispiel ein, aber zwei Beispiele reichen ja auch erstmal. Im Beispiel von der, also am einsichtigsten ist es meistens von der Kindheit zum Erwachsensein. Da legt man zum Beispiel bestimmte Kinderkleidung ab oder vielleicht auch eine Kinderfrisur, die dann abgenommen wird. Und oft gehört dann auch dazu, dass die Kinder, die Heranwachsenden, aus der Gruppe weggeschickt werden, also aus dem Dorf zum Beispiel weggeschickt werden. Also sie müssen erstmal weg. Das ist eine Trennung von dem bisherigen. Sie werden aus der Kindergesellschaft herausgelöst, sind aber jetzt noch nicht automatisch Erwachsene. Um Erwachsene zu sein, naja, müssen sie auch eine Angliederung haben. Sie merken, ich überspringe jetzt die mittlere Phase, das ist nämlich die spannende, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Also eine Angliederungsphase als dritte Phase. Man nimmt den neuen Status an, indem man zum Beispiel entsprechende Kleidung wieder anlegt, indem man vielleicht in bestimmten Gesellschaften eine Bemalung annimmt von erwachsenen Kriegern zum Beispiel.
oder indem man jetzt Waffen tragen darf. Also das sind Symbole dieser Angliederung, dass man jetzt zur Erwachsenengesellschaft gehört. Man kehrt in gewisser Weise zurück zur Gemeinschaft, die aber jetzt neu ist. Also man selber ist neu und die Gemeinschaft ist auch neu, weil man ja jetzt zu dieser Gemeinschaft dazugehört. Es hat sich also total etwas verändert. Es ist nicht mehr wie früher. Es ist etwas anders. Es ist nicht irgendwie, man ist weg und kommt dann irgendwie wieder. Es ist alles anders. Das ist wichtig, wenn wir nachher das Ezechiel-Buch angucken. So, und welche Phase habe ich jetzt übersprungen? Die spannendste, die liminale Phase oder auch Schwellenphase. Liminal, also das kommt, heißt Grenze. Das ist also die Grenzphase, die Schwellenphase, wie eine Türschwelle können Sie sich das vorstellen. Und hier ist überhaupt, ist hier die Symbolik ganz oft räumlich. Also deswegen ist Türschwelle eine sehr gute Vorstellung dafür. Diese Phase stellt die Grenze zwischen dem alten und dem neuen Status dar, zwischen dem alten Ich und dem neuen Ich. Und die muss durchschritten werden. Ohne die geht es offensichtlich nicht. Denn es muss etwas passieren. Es muss mit dieser Person, die das durchläuft, etwas passieren. Man wird nicht von 0 auf 1 plötzlich erwachsen, sondern man muss einen gewissen Prozess durchlaufen. In diesem Prozess ist das Subjekt ohne Status. Denn es hat ja alles, was mit dem alten Status was damit verbunden ist, hat es ja abgelegt. Es hat keine Position in der Gesellschaft. Diese Person ist nichts, sie hat nichts. Sie ist wirklich buchstäblich null nichts. Teilweise gibt es auch Gesellschaften, wo diese Personen dann als tot gelten und einfach, wenn sie durchs Dorf laufen, völlig übersehen werden. Das finde ich sehr spannend. Also man gilt, als wenn man gar nicht vorhanden wäre. Man ist aber oft ohnehin weg. Man ist vielleicht außerhalb des Dorfes. Oder am bekanntesten ist vielleicht die Vorstellung bei den amerikanischen Ureinwohnern, wo es den Brauch gibt, bei einigen Gesellschaften, dass man da, wenn die Heranwachsenden zu Erwachsenen werden sollen, dann werden sie aus dem Dorf herausgeschickt, teilweise ohne Waffen, ohne Nahrung und müssen einige Tage oder auch nur eine Nacht in der Wildnis überleben. Also wir haben eine räumliche Trennung. Man ist in der Wildnis, wo es gefährlich ist, wo der Tod droht und da hat man nichts. Aber was man hat, ist, man begegnet dort in der uramerikanischen Gesellschaft, man begegnet zum Beispiel seinem Totemtier. Man lernt also etwas. Man wird ein anderer. Man kehrt verändert in die Gesellschaft zurück. Und das sind jetzt zwei Aspekte drin, die sehr stark auch zu dieser Phase gehören, nämlich einerseits diese Verbindung mit dem Thema Tod, dem Sterben oder Überleben in der Wildnis. Denken Sie auch wieder an die christliche Taufe, wo man eine Symbolik hat vom Tod im Wasser. Also man wird durch den Tod, wird man zu Christus gehörig. Genau, also dieses Thema Tod und Wiedergeburt ist sehr stark in diesen Ritualen. Und das andere ist, dass man in dieser Phase aber auch oft etwas erwirbt, oft Wissen erwirbt. Manchmal gibt es auch tatsächlich einen Lehrer, der die Leute dann durch diese Phase hindurchführt und zum Beispiel den Heranwachsenden erklärt, was sie für ihren Status in der Erwachsenengesellschaft dann wissen müssen, was es da für Regeln gibt, was sie beachten müssen und so weiter. Also die liminale Phase macht dieses Subjekt, was hier den Statuswechsel vollzieht, macht es überhaupt erst geeignet, dass man überhaupt den neuen Status annehmen kann. Ohne diese liminale Phase würde das dann nicht funktionieren nach dieser Vorstellung. Viktor Törner hat das dann noch etwas vertieft, hat vor allem diese liminale Phase vertieft. Er hat es zunächst mal ausgeweitet auf ganze Gesellschaften. Also diese Riten, diese Rituale helfen bei diesen Umbrüchen, bei diesen Übergängen im Leben einzelner Personen, dass man das bewusst vollzieht, aber sie helfen auch bei Krisen in Gesellschaften. Zum Beispiel, wenn es
Meinungsverschiedenheiten innerhalb einer Gruppe gibt, dann kann man auch so einen Prozess durchlaufen. Letztlich ist ein Gerichtsverfahren genauso ein Prozess, wo eine Person ja auch untersuchungshaft aus der Gesellschaft herausgenommen wird, dann wird entschieden und dann ist die Frage, kehrt sie wieder in die Gesellschaft zurück oder wird sie abgesondert, indem sie dann eine Gefängnisstrafe kriegt zum Beispiel. Also jetzt sehr grob gesagt. Aber auch das ist in diesen Riten enthalten, dass man da auch ganze Gesellschaften ihre Schwierigkeiten verarbeiten können, wenn jemand gegen eine Norm verstößt oder wenn auch die gesamte Gesellschaft in einer Krisensituation ist, weil die bisherige Lebensgewohnheit wegbricht und etwas Neues kommen muss. Die Schwellenphase kann sehr kurz sein, so kurz wie das Überqueren einer Türschwelle. Sie kann aber auch recht lang sein. Sie kann eine Nacht dauern, die man draußen in der Wildnis verbringen muss, mehrere Tage oder Wochen. Es kann aber auch sein, dass man eine ganze Reise hat, in der man auf diesem liminalen Weg dann unterwegs ist. Und so findet man es auch in Literatur zum Beispiel. Also diese drei Phasen findet man auch in Literatur. Denken Sie an die Road-Movies, an die Coming-of-Age-Literatur, wo auch Jugendliche weggehen, eine Wandlung vollziehen und dann wieder zurückkehren und aber neu einen neuen Platz einnehmen. Also das hat man auch beobachtet, auch in isländischen Sagen und so weiter. Da kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Immer wieder findet man diese drei Phasen der Ablösung, der Verwandlung und der Rückkehr. Gesellschaften im Umbruch können auch Gemeinschaften bilden, ganze Gruppen bilden, die in dieser Phase, also diese Phase eigentlich auch auf Jahre hinweg leben, könnte man sagen. Victor Turner hat hier zum Beispiel die Hippie-Bewegung genannt, die das Gefühl hatte, unsere Gesellschaft ist in der Krise, so kann es nicht mehr weitergehen. Wir müssen aus dieser Gesellschaft aussteigen und wir müssen eine Gemeinschaft bilden. Das ist so, dass man dann eine Gemeinschaft ist, hat, die eben nicht mehr die Statussymbole der alten Gesellschaft trägt, sondern auf der Suche ist nach etwas Neuem. Und ähnlich hat Turner auch die Franziskanerbewegung in dieser Weise gesehen, dass die auch aus der Gesellschaft hinausgehen in einer Zeit, als man gesellschaftlich Krisenmodus gesehen hat und gesagt hat, wir müssen etwas ganz anderes leben. Und da ist interessanterweise diese liminale Phase auf Dauer gestellt worden. Also man ist eigentlich nie wieder aus dieser Phase herausgekommen, sondern lebt eigentlich in diesem liminalen Raum. Komme ich jetzt mit den Raumvorstellungen auch. Man lebt in diesem liminalen Raum immer weiter. Also eine ganz spannende Sache, die man in ganz vielen verschiedenen Elementen findet, an ganz verschiedenen Stellen immer wieder findet und die man eben auch im Ezechiel-Buch finden kann. Und keine Sorge, das wird jetzt tatsächlich etwas kürzer. Der Punkt zum Ezechiel-Buch wird kürzer als die Hinführung dahin, weil das musste ich jetzt ja eben erst mal erklären, wie das überhaupt mit diesen Übergangsriten funktioniert. Im Ezechiel-Buch haben wir kein Ritual, keinen Ritualtext oder so, aber diesen Prozess habe ich trotzdem dort gefunden. Und deswegen, ich nenne das dann Übergangsqualität. Da habe ich immer wieder Spuren davon gefunden im Ezechiel-Buch. Das Ezechiel-Buch bearbeitet ja eben die Krise des babylonischen Exils, wo sich auch die bisherige Ordnung aufgelöst hat. Es ging nicht mehr so weiter, wie es vorher war. Das hat nicht mehr funktioniert. Wir brauchen etwas Neues. Wir haben einen Umbruch. Da muss was Neues entstehen. Wie erklärt man sich die Katastrophe? Nicht nur im Ezechielbuch, sondern auch sonst sehr stark im Alten Testament erklärt man sich diese Katastrophe, indem man sagt, das Volk hat sich von Gott entfernt. Es hat sich nicht an Gottes Weisung gehalten, es ist den Götzen nachgelaufen, also es war ein Leben in der Gottesferne. Und deswegen sage ich als ersten Status, ich mache jetzt schnell den Laserpointer an hier, als Status, von dem Israel herkommt,
Das ist die Gottesferne. Das ist also fern von Gott. Das ist das, was vorher ist. Gesucht wird als neuer Status eine neue Beziehung von Gott. Wie kommt Israel zu dieser neuen Beziehung? Da braucht es eben einen Prozess der Veränderung. Das geht eben auch nicht von 0 auf 1, so wie die Völker damals in den Ritualen auch diese Zwischenphase brauchten. So kann das babylonische Exil als diese Zwischenphase gesehen werden, als diese liminale Phase, in der ein Wechsel, ein Wandel geschehen kann. Das Ezechielbuch beschreibt das dann vor allem durch Bewegungen und durch Räume. Also das sehen wir dann gleich schon an der Deportation nach Babylon. Also tatsächlich historisch haben wir ja eine Bewegung von einem Ort zum anderen. Und diese Bewegung wird im Ezechielbuch aufgegriffen und die passt eben sehr gut zu diesem dreifachen Übergangsprozess, könnte man sagen. Was ich hier auf PowerPoint jetzt nicht so gut darstellen konnte, die zwei kleinen Pfeile hier, da haben wir also die Ablösungsphase, die Trennungsphase und dann wieder die Angliederungsphase. Die sind jetzt hier nicht beschriftet, aber die führen eben von einem Status zum anderen über diese wichtige liminale Phase, über diese wichtige Schwellenphase. Ein Beispiel. Ich habe Ihnen auf das Handout habe ich Ihnen aufgezählt verschiedene Bilder für diesen Übergangsprozess, für diese verschiedenen Phasen. Sie können auch gerne dann nachher nochmal nachlesen, verschiedene Textstellen, die ich da aufgeschrieben habe, welche Bilder für diese verschiedenen Phasen gelten. Also für den alten Status hat man die Gottesferne, dass sich nicht an die Weisungen halten, kultische Vergehen, auch soziale Vergehen, da werden dann verschiedene Dinge genannt. Dann kommt die Ablösungsphase. Die Ablösungsphase wird sehr stark im Ezechielbuch mit dem Zerstreuen benannt hier. Ich habe sie weit weg unter die Völker entfernt. Ich habe sie in die Länder zerstreut. Also vom bisherigen gewohnten Ort wird man woanders hingebracht. Denken Sie daran an das Beispiel, was ich gebracht habe, wo die Heranwachsenden aus dem Dorf raus müssen, woanders hin in einen anderen Raum rein müssen. Das haben wir hier auch. Interessanterweise, nein, ich sage erst noch den Rückgang. Also manchmal spannt das Ezechielbuch auch beides zusammen, so auch hier in Kapitel 11. Da kommt dann gleich im nächsten Vers dann die Verheißung: Ich sammle euch aus allen Völkern und bringe euch zusammen aus den Ländern, in die ihr zerstreut worden seid, und ich gebe euch das Land Israel. Das ist also quasi die Gegenbewegung. Dieses Sammeln, das ist das wieder Zurückkommen, das ist die Angliederungsphase. Nach der Verwandlung kann man eben wieder zurückgeholt werden, kann man wieder zurückkommen und dann eine neue, andersartige Gemeinschaft mit Gott eingehen. Auch Gott wandert, auch Gott trennt sich, löst sich ab und kommt wieder zurück. Im Ezechielbuch ganz prominent, weil wir da eine große Vision haben, in der Ezechiel sieht, wie Gott aus dem Tempel auszieht. Ich habe hier nur einen Vers davon zitiert, aus Platzgründen hier. Also Gott zieht aus dem Jerusalemer Tempel raus. Er muss sich also auch selbst von seinem Volk ablösen und trennen, um auch zu verdeutlichen, wir brauchen hier einen Trennungsprozess. Wir müssen hier aus dem alltäglichen Raum hinaus. Am Ende des Buches, oder gegen Ende des Buches, hier in Kapitel 43, kann er dann wieder zurück in den Tempel ziehen. Er kann wieder einziehen, wie hier an der zweiten Text beschrieben wird. Also die Sammlung des Volkes, die Rückkehr ins Land Israel, die Rückkehr Gottes in den Tempel, das gehört zu den Elementen, wo das Volk wieder zurückkommt. So, und was ist jetzt wieder mit der spannenden Phase, mit der liminalen, mit der Schwellenphase?
Was passiert da? Wie kann da, was kann da weiter gebracht werden oder wie kann das geschehen, dass das Volk hier anders wird und dann überhaupt wieder in diese neue Beziehung mit Gott einsteigen kann? Da gibt es die, ach ja, ich bin an der falschen Textstelle gedanklich, da gibt es einige Stellen, wo Gott tätig wird. Also es braucht offensichtlich ein Tun Gottes, um diese Wandlung zu vollziehen. In Kapitel 20 wird das dann Gericht genannt, aber schöner und bekannter sind die Kapitel 11 und 36. Ich habe hier 36 mal zitiert, wo Gott das Volk reinigt. Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein. Ich reinige euch und so weiter. Und ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist gebe ich in euer Inneres. Ich beseitige das Herz von Stein aus eurem Fleisch und gebe euch ein Herz von Fleisch. Also eine völlige Wandlung Israels, eine völlige Veränderung Israels, die von Gott gewirkt ist, das ist eben Teil dieser liminalen Phase und das kann offensichtlich nicht geschehen, während Israel noch in Jerusalem sitzt, sondern sie müssen dazu weg. Sie müssen in die Peripherie, sie müssen weg, sie müssen alles verlassen, was zum Alltag gehört, alles, was zu ihrem bisherigen Status gehört. Erst dann ist es möglich, dass diese Verwandlung stattfindet. Und dann, was bewirkt diese Verwandlung? Hier geht der Text weiter. Ich gebe meinen Geist in euer Inneres und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Rechtsentscheide achtet und sie erfüllt. Also die Weisung Gottes, die Tora könnte man auch sagen, mit einem anderen Wort, die Weisung Gottes, die wird hier gelernt, könnte man sagen. Und ich habe ja vorhin gesagt, gerade zu den Übergangsriten gehört oft auch, dass die Personen in diesem Übergangsbereich, in der Schwellenphase, auch etwas lernen, was sie brauchen, um den neuen Status anzunehmen. Und das passiert hier tatsächlich im Ezechiel-Buch auch. Also da lernt das Volk Israel, wird erstmal fähig gemacht, das überhaupt aufzunehmen und nimmt dann diese Gebote, diese Gesetze und Rechtsentscheide in sich auf und werden dann fähig, dadurch diese Beziehung mit Gott einzugehen. Und was passiert dann? Sie können wieder zurückkommen und sie können eine dauerhafte Beziehung mit diesem Gott eingehen. Und ich habe hier sehr stark gekürzt. Ich habe hier einen längeren Text auf meinem Skript. Von Kapitel 37, Vers 15 bis 28, da haben wir einen längeren Text, wo das sehr stark nochmal aufgegriffen ist, dieser ganze Prozess. Sie werden, wenn Sie gut hinhören, vielleicht einige Dinge raushören, die ich gerade schon genannt hatte. Da heißt es, so spricht Gott der Herr. Siehe, ich nehme die Söhne Israels aus den Nationen heraus, wohin sie gegangen sind. Ich sammle sie von allen Seiten und bringe sie auf ihren Ackerboden. Ich mache sie im Land, auf den Bergen Israels, zu einer einzigen Nation und ein einziger König soll König für sie alle sein. Sie werden sich nicht mehr unrein machen durch ihre Götzen und Greuel und durch all ihre Untaten. Ich befreie sie von aller Sünde und ich mache sie rein. Und jetzt kommt was Neues. Dann werden sie mir Volk sein und ich werde ihnen Gott sein. Ein ganz starker Ausdruck der Gottesnähe durch diese Bundesformel. Sie werden mir Volk sein und ich werde ihnen Gott sein. Das ist ja ein ganz feierliches Versprechen, könnte man ja sagen. Sie werden meinen Rechtsentscheiden folgen und auf meine Satzungen achten und nach ihnen handeln. Und jetzt kommt noch mal was Neues. Sie werden in dem Land wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe und in dem eure Väter gewohnt haben. Sie und ihre Kindeskinder werden auf ewig darin wohnen und mein Knecht David wird auf ewig ihr Fürst sein. Ich schließe mit ihnen einen Friedensbund. Es soll ein ewiger Bund mit ihnen sein. Ich werde mitten unter ihnen auf ewig mein Heiligtum errichten und über ihnen wird meine Wohnung sein.
Ich werde ihnen Gott sein und sie werden mir Volk sein. Ganz starke Bilder von einer ganz starken Verbindung zwischen Gott und seinem Volk. Das Volk kann auf ewig jetzt dort wohnen bleiben, weil durch diese Verwandlung diese Gottesbeziehung jetzt nicht mehr scheitern wird, sondern auf ewig bleiben kann und diese Gottesbeziehung dann auch noch ausgedrückt wird, indem Gott dann auch inmitten seines Volkes wohnt. Also hier ein völlig neuer Status, der hier ausgedrückt wird, der dann im Ezechiel-Buch, wer es ein bisschen kennt, dann auch durch die Tempelvision nochmal klar gemacht wird, dass hier Gott inmitten seines Volkes wohnt und eine ganz enge Beziehung da ist. Also, wir haben eine neue Beziehung, eine neue Nähe zu Gott, weil Israel anders geworden ist. Ich sage auch ein bisschen, weil Gott auch ein bisschen anders geworden ist durch den ganzen Prozess. Aber vor allem Israel hat sich verändert und wurde verändert. Das Volk kann jetzt die Weisungen Gottes einhalten. Es gibt eine neue Bundesbeziehung. Es kann dauerhaft in seinem Land wohnen. Das konnte aber nur geschehen, so das Ezechiel-Buch, weil dieser Prozess vonstatten gegangen ist und weil dieser Prozess drei Phasen hat. Offensichtlich auf der ganzen Welt, in der ganzen Menschheit immer wieder findet man diese drei Phasen. Weil der Prozess drei Phasen hat, ist das eine Erklärung, warum es das Exil braucht. Das Exil ist eben kein Unfall der Geschichte. Das Exil ist keine verlorene Zeit, kein Warteraum. Man wartet jetzt nicht einfach da 70 Jahre im Babylonischen Reich, bis man halt wieder zurückkommen kann, bis irgendwie die Beziehung mit Gott irgendwie wieder gerade gerückt wird. Nein, sondern das Exil wird hier als notwendig dargestellt. Notwendig, um das Volk neu formen zu können. Und das muss offensichtlich abseits stattfinden. Das kann nicht zu Hause stattfinden. Da braucht man einen alternativen Raum, einen anderen Raum, einen Andersort, wie man auch sagen könnte, der abseits des Alltäglichen liegt, weil man dann nur dann auch das Gewohnte hinterfragen kann und das Schädliche, das Schlechte ablegen kann, weil man dann offensichtlich auch noch mal in einem anderen Modus ist. Soweit das Ezechiel-Buch. Was machen wir jetzt damit? Was nützt uns das jetzt hier? Könnte man fragen. Habe ich mich eben auch gefragt, habe mir gedacht, aha, wie hat das überhaupt funktioniert? Warum konnte denn das, was hier im Ezechiel-Buch, in den Texten, in den Bildern, die da verarbeitet sind, was da drin steckt, warum konnte das denn überhaupt den Leuten damals etwas nützen? Und da kommt noch ein anderer Aspekt dazu, den ich hier nur kurz andeuten möchte. Ich habe übrigens auf dem Handout auch einen Artikel, den man digital abrufen kann. Da können Sie es nochmal nachlesen auch. Das ist etwas ausführlicher. Aber hier nur kurz angedeutet, Texte können eine transformative Kraft haben. Das heißt, Texte können uns verändern. Wenn wir Texte lesen oder hören, kann uns das verändern. Warum? Naja, das Ezechiel-Buch ist kein historischer Bericht, kein historisches Protokoll. Es ist ein literarischer Text und damit ist es ein fiktiver Text, ein fiktionaler Text. Könnte man jetzt sagen, ja, doof, ist ja alles erfunden. Nein, nein, so ist das nicht mit der Fiktion. Die Fiktion hilft uns, die Wirklichkeit zu bearbeiten, der Wirklichkeit etwas Neues hinzufügen. Fiktional heißt, Wirklichkeit wird erzählt, aber so erzählt, dass man sie mit neuen Aspekten verbinden kann. Die reale Welt um uns herum kann also in einem fiktionalen Text, in einer Fiktion erfahren werden. Sie kann dann verstanden werden. Manchmal muss man auch Wirklichkeit erstmal verstehen über so einen Text. Sie kann aber auch eben um neue Dinge, um neue Elemente erweitert werden und verändert werden. Und wenn man so einen Text liest oder hört, dann aktiviert man diese neue Wirklichkeit, die in diesem Text drin steckt.
Und man kann sich dann hineinziehen lassen in so einen Text. Auch zum Beispiel im Theater oder im Kinosaal, da findet das vielleicht sogar noch stärker statt, weil man da wirklich hineingenommen wird, durch die Inszenierung reingerissen wird sozusagen. Und man kann sich selber dabei verändern, so wie man bei einem Ritual verändert würde. Zumindest für die Zeit der Aufführung. Es ist ein bisschen umstritten, ob das dann auch nach dem Ende der Aufführung noch weiter wirkt oder ob ein das nur während der Aufführung verändert. Übrigens auch während der Gottesdienste zum Beispiel. Da kann sowas auch passieren, dass man hineingenommen wird in so einen Prozess, der einen verändert. Jetzt kann man also, wenn man das Ezechiel-Buch liest oder wenn man beim Vorlesen zuhört, kann man sich mit den Exilierten in das Exil hineinbegeben. Und wenn man das ganze Buch dann mitnimmt, kann man diesen ganzen Übergangsprozess mitvollziehen und dadurch selber anders werden. Vielleicht ist das die Art, wie damals für die das Ezechiel-Buch ja verfasst wurde, wie die damals damit umgegangen sind. Aber es kann jedenfalls auch etwas sein, was wir heute tun. Wir tun uns heute etwas schwerer, glaube ich, weil wir das nicht so gewohnt sind, uns da so mitreißen zu lassen. Aber es wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, um eigene krisenhafte Situationen dadurch als sinnvollen Durchgang, als einen Weg zu verstehen, einen Weg, der zu etwas Positivem führt, in diesem Fall zu einer bleibenden Gemeinschaft mit Gott führt. Und das möchte ich jetzt mit Ihnen ein bisschen ausprobieren. Ich weiß nicht, ob es wirklich bei Ihnen klappt, weil das Setting ist natürlich nicht so ganz ideal. Aber wer weiß, ich habe Ihnen eben diesen einen Text ausgesucht, die Vision von den Totengebeinen, also Ezechiel 37, Vers 1 bis 14, was ich also auf das Handout gedruckt habe. Herr Galuschke, vielleicht kann man das Handout zur Sicherheit halber nochmal reintun, falls jemand noch dazugekommen ist, nochmal in den Chat tun. Genau, dass wir da gleich ein Gruppengespräch machen. Damit Sie die Dinge besser entdecken, damit Sie die einzelnen Phasen besser entdecken, habe ich Ihnen das nochmal vorbereitet, dass ich Ihnen da ein bisschen was dazu erzähle. Dieser Text von der Totengebeinvision, da wird Ezechiel in eine Ebene versetzt, die voller Knochen ist. Viele, viele ausgetrocknete Knochen. Und Gott fragt, ja, können die lebendig werden? Ezechiel sagt erstmal so, naja, das weißt du besser als ich. Im Auftrag Gottes soll Ezechiel diese Gebeine wieder lebendig machen. Also die setzen sich wieder zusammen. Dann kommt noch der Geist dazu und dann sind sie wieder ganz lebendig. Und gibt es noch eine Deutung am Ende dieser Vision, wo man dann ein bisschen ein anderes Bild hat, wo man dann Gräber hat, wo das Volk aus den Gräbern herausgeholt wird und dann auch der Blick wieder auf das Land geht, auf das Wohnen im Land. Also, wir haben eine Erneuerung des Volkes. Mitten in der Schwellenphase, dieser ganze Text ist sehr stark in dieser Schwellenphase verortet, und da besonders intensiv dargestellt. Und wenn Sie am Anfang des Textes lesen, also Ezechiel wird in diese Ebene hineinversetzt hier, und sie war voll von Gebeinen, die ganz ausgetrocknet sind. Ausgetrocknete Knochen sind also tot, 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 könnte man sagen. Und dieses Todsein ist ein Bild dafür, fern von Gott zu sein. Also dieser frühere Status des Volkes in der Gottesferne, das wird durch dieses Todsein hier ausgedrückt. Und Ezechiel wird aber hier in diese Ebene voller Knochen versetzt. Die Ebene ist ganz spannend, habe ich gar nicht gedacht, als ich da angefangen habe zu untersuchen und plötzlich ist mir das klar geworden. Die Ebene ist auch ein solcher Schwellenraum, denn die Ebene ist auch ein Bereich des Todes. Das sieht man, weil in Jesaja 41 zum Beispiel, habe ich Ihnen hier eine Textstelle, da haben wir die Ebene, diese Talebene, das ist also im Hebräischen das gleiche Wort wie bei Ezechiel.
Das ist hier mit kahlen Höhen, mit Wüste und mit dürrem Land zusammengesetzt. Also das wird parallel gesetzt. Diese Ebene ist also genauso wie die Wüste. Die Wüste ist der Schwellenraum schlechthin, könnte man sagen, weil das der Bereich des Todes ist. Glaube ich, klar einsichtig, da kann man nicht leben, da kann man nur sterben. Und das ist der Bereich, wo auch zum Beispiel der Übergang ins Totenreich ist, wo die Dämonen sind und so weiter. Und die Ebene ist ganz ähnlich wie die Wüste, eben ein Schwellenraum, weil es ein Ort des Todes ist, weil es sozusagen ein Nicht-Ort ist. Ein Ort, an dem nichts sein kann. Und das Nichts ist ja auch eine Eigenschaft dieser liminalen Phase. Das Volk als tote, als ausgetrocknete Knochen in diesem Nichtort hat also alles von seinem früheren Status verloren. Es ist selber fast gar nicht mehr da. Es ist nur noch ein ganz kleines bisschen was da, mit dem Gott arbeiten kann, wo Gott was Neues schaffen kann, wo Gott eine Verwandlung machen kann. Aber durch diesen Status, da muss es in, also durch diese Phase muss es eben hindurch, muss das Volk hindurch erstmal alles ablegen, was schlecht ist, und dann kann Gott was Neues wirken. Und dieses Neue wirkt dann, vor allem ist natürlich auch der Geist wiederum wichtig, der hier reinkommt, der macht dann diese zusammengesetzten Knochen, diese Figuren, die da entstehen, wieder lebendig. Sie stellen sich auf ihre Füße, ein großes, gewaltiges Heer. Sie haben, wenn ich Franz Edelweyer zitieren darf, einen neuen Stand vor Gott erhalten. Also sie können jetzt vor Gott stehen, als Propheten, um noch meinen Co-Doktoranden Alban Rüttenauer zu zitieren, als prophetisches Volk können sie jetzt vor Gott stehen, weil sie durch diesen Geist nicht nur lebendig gemacht werden, sondern auch fähig gemacht werden, sich auf Gott zu orientieren. Genau, und das kann dann, dieses erneuerte Volk kann dann, jetzt bin ich im Teil der Deutung, kann dann eben wieder auf den Ackerboden, auf das, wie das Ezechiel immer ausdrückt, in das Land Israel zurückversetzt werden. Und dann sind wir hier beim neuen Status Israels in einer neuen Beziehung zu Gott. Eben einerseits dieses Stehen vor Gott und andererseits, dass das Wohnen im Land wieder möglich ist, durch den Geist auch. Denken Sie daran, dass ich vorhin gesagt habe, die Gebote können wieder gehalten werden. Also ein drastisches Bild, ein Bild des Todes, ein Bild des Verlusts, aber eben auch ein Bild, das hinüberführt in eine neue Lebensmöglichkeit, in einen ganz neuen Status. Und das ist ein so starkes Bild, dass ich mir dachte, vielleicht können Sie sich da ganz gut hineindenken. Und jetzt, wenn Sie jetzt in Kleingruppen lesen, lade ich Sie ein, dass Sie diesen Text lesen. Vielleicht liest ihn, hier Übergang zum Gruppengespräch, vielleicht liest ihn eine Person in Ihrer Gruppe laut vor und Sie versuchen sich mal hineinzufühlen, diesen Prozess nachzuvollziehen und diesem Übergangsprozess nachzuspüren und können sich anschließend austauschen, ob Sie das Gefühl haben, dass Sie da sich reindenken konnten, aber auch vielleicht, ob Sie Punkte sehen, wo wir heute einen solchen Prozess ins Auge fassen können, wo so ein Prozess, wo das eine Perspektive für uns darstellt, wo wir sagen können, ja, wir müssen jetzt eben durch diese Phase hindurch, aber wir können uns durch so einen Text auch mitnehmen lassen, mitreißen lassen, hin zur Hoffnung auf eine neue Zukunft sozusagen. Genau. Ja, ich habe das deswegen auch noch auf das Handout. Sie sehen, auf dem Handout, ich habe da auch diese Punkte nochmal drauf, die ich jetzt auf meiner Folie hatte, und die Impulse, die ich gerade genannt habe, habe ich dann auch unten drauf gedruckt, sodass Sie die in die Gruppenphase mitnehmen können. Gut, und jetzt gebe ich erstmal das Zepter ab. Wer? Franz, Hans, willst du das? so, wie funktioniert jetzt die Einteilung in die Gruppen? ja, das ist ganz einfach.
Ich bitte, dass ihr mir sagt, wie viele Personen sollen in eine Gruppe? So, wir haben jetzt 48 Leute. Vier bis fünf. Ja, das wären dann 10 Gruppen. Genau. Das macht das Programm automatisch und Sie und ihr müsst das einfach nur akzeptieren. Und wenn jemand, es kann natürlich sein, dass jemand in der Gruppe ist, der sein Video ausgeschaltet hat, sind ja doch 7, 8, die ohne Video teilnehmen, dann muss man eventuell kann man die Gruppe tauschen. Aber das sehen wir dann. Ich versuche mal die Gruppe zu erstellen. Wie lange soll sie gehen? 15 Minuten könnte reichen, denke ich. Ja. Okay. Ich denke schon. So. Vielleicht kommt es. Ich sage allen vielen Dank und wie geht's denn jetzt weiter? Jetzt ist die Möglichkeit, vielleicht aus den Gruppen, aus den Gesprächsgruppen, wenn Fragen da sind oder einfach sonst auch Dinge weiterzugeben aus diesen Gruppen. Vielleicht zunächst, wenn Fragen da sind oder interessante Beobachtungen oder Entdeckungen. Es wäre schön, das miteinander, zu teilen. Vielleicht mit Wortmeldungen, da kommen die Hände dann hoch, genau. Genau. Herr Lübke, genau. Ton an, bitte. Mikro an. Die Mikros sind alle wieder ausgeschaltet worden vorhin von Herrn Galuschke, glaube ich. Oder Das automatisch. ist ein Schlingel. Ich hatte mich gerade wieder freigeschaltet, aber egal. Wir in der Arbeitsgruppe 5 hatten eine Idee und ich wollte Sie fragen, was Sie davon halten. Sie haben ja diese Drei-Phasen-Modell dargestellt für das Volk Gottes. Und wir hatten so die Idee, ob denn diese drei Phasen parallel dazu auch für Gott gelten könnten, der ja mit seinem Volk unzufrieden war, weil die alles Mögliche gemacht haben, sich aber nicht an seine Gebote gehalten hat. Und ich sag mal salopp, da hat er sie rausgeschmissen. Und in der liminalen Phase hat er vielleicht gemerkt, dass das mit dem Volk doch nicht so schlecht war, dass er vielleicht ein Volk braucht, damit er Gott sein kann. Und er hat dann in dem Text, den Sie uns vorgelegt haben, sich sein Volk neu zusammengebaut und neu beseelt, dass sie in der Lage sind, seine Gebote zu halten. Das war so die Idee. Ich finde es sehr spannend, dieses Gott merkt, dass er es irgendwie doch, also dass er sich auch vielleicht ändern muss. Das haben wir ja sehr stark bei der Fluterzählung. Bei der Fluterzählung, wo Gott am Anfang sagt, so, oh, es ist alles verdorben, ich muss das alles wieder wegwischen und neu machen. Und am Ende merkt er aber so, naja, die Menschen sind anfällig für Gewalt, aber ich schließe trotzdem meinen Bund mit ihnen und mit allen Lebewesen auf der ganzen Erde. Also da sagt man, Gott hat sich da eben verändert, und hat gemerkt, einfach alles, kaputt machen nützt auch nichts, sondern, er ändert sich eben selber, er ändert seine Einstellung gegenüber den Menschen. Und das kann ich mir schon da auch vorstellen im Buch Ezechiel, dass Gott sich auch ändert in die, also er ist ja schon alleine dadurch, dass er selber auch rausgeht aus dem Tempel und dann wieder zurückkommt, hat Genau. er eben auch diese Bewegung, hat auch diese Bewegung gemacht und er ist auch in dieser Peripherie gewesen in Babylon und ist dort dem Ezechiel erschienen, ist dort dem Volk erschienen und oder nicht dem Volk, aber dem Ezechiel jedenfalls. Er war dort präsent. Er war selber dort in diesem liminalen Raum und kann sich schon auch sehr verändert haben dadurch.
Alleine auch dadurch, also ich glaube, er hat immer schon gewusst, dass er das, dass er diese Beziehung mit diesem Volk haben will, dass er das braucht, dass er daran festhalten will. Aber trotzdem hat sich bei ihm die Einstellung auch gegenüber, also in dem, ich meine, wir ändern uns ja alle, wenn wir in Beziehung leben und die andere Person ändert sich, dann ändern wir uns dadurch auch. Dadurch, dass wir in dieser Beziehung sind. Und allein schon deswegen ändert sich Gott und wohnt dann auch auf eine andere Art in seinem Volk. Ich kann da jetzt nicht ins Detail gehen, aber die Darstellung des Tempels ändert sich auch etwas. Da wird einerseits sehr stark abgegrenzt, andererseits aber auch so ein Ausstrahlen Gottes über den Tempel hinaus. Also er ist nicht mehr im Dunkeln des Tempels versteckt, sondern er strahlt total aus. Also das wäre zum Beispiel ein geänderter Zug Gottes, würde ich sagen. Vielen Dank. Wir haben jetzt drei Worte. Wir haben jetzt Entschuldigung, wollten Sie noch was nachfragen, Herr Lübcke? Nein, nein, es gibt noch drei Handmeldungen, denn Eben deswegen wollte ich sagen, Peter Seifert, bitteschön. nur ganz kurz. Für uns war die Zeit in der Gruppe zu kurz. Wir waren vier Leute und haben dann angefangen, uns vorzustellen, nachdem wir den Text gelesen hatten und so weiter. Da wollte ich jetzt nur noch kurz was nachtragen. Eine Dame hat dann gefragt, was denn Fokulare sind, weil, wie gesagt, wir sind Fokulare. Eben, das ist eine Erneuerungsbewegung in der katholischen Kirche ursprünglich beheimatet, die mittlerweile stark ökumenisch vernetzt ist und in der ganzen Welt verbreitet ist. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Okay, das heißt, Danke. Ja. auf die Gemeinschaft eigentlich Bezug genommen. Das fände ich eigentlich spannend auch zu vertiefen, ob, wenn Turner die Franziskaner als eine solche liminale Gesellschaft oder Gemeinschaft sieht, hätte ich mich gefragt, sehen sich auch Fokularangehörige als eine solche Gemeinschaft? Das wäre eine Frage, die ich in die Runde hier hätte. Aber jetzt nehmen wir erstmal die Frau Frisch dran, glaube ich, Ich ne? bitte schön. Ja, ich möchte eine Erfahrung mit diesem Text weitergeben. Den habe ich vor 2, 3 Jahren mal an einem Abend gehört. Es war ein Abend bewegtes Gebet, wo es darum geht, also Texte aus der Bibel mit dem Körper auch erfahrbar zu machen. Und ich kannte den Text, also mit den Gebeinen überhaupt nicht, wusste überhaupt nicht, aus welchem Zusammenhang der war, habe auch keine Einführung gehabt an dem Abend. Und habe erst gedacht, was soll denn das? Tote können ja nicht lebendig werden. Aber wir haben dann einfach das mit unserem Körper dargestellt. Also das Liegen, wirklich sich tot, zerstört am Boden liegen und dann auch dieses zugesprochen bekommen, also dass wieder die Knochen zusammengehen, erste Bewegungen und dann der Geist kommt, das Aufstehen und das neue Leben. Und es war wirklich, das so mit dem ganzen Körper nachvollziehen, diesen Text. War eine ganz starke Erfahrung, dass ich es jetzt heute, also dass es mir wieder eingefallen ist. Und ich habe es vorhin auch erzählt in der Gruppe, es war eine Zeit, wo mir es gesundheitlich nicht gut ging. Und so dieses Nachspüren, Nachvollziehen von dem Text hat mir wirklich auch innerlich neue Hoffnung gegeben. Es ist ein neues Leben möglich. Das wollte ich nur in die Gruppe geben. Vielen Dank, Frau Frisch, dass Sie das nochmal geteilt haben mit allen. Ich habe es nämlich vorhin schon gehört und ich hatte darum gebeten, das nochmal zu sagen, weil das genau das ist eigentlich, was ich meine. Also wenn man natürlich diesen Text nochmal körperlich nachvollzieht, kann man ja viel stärker eintauchen und viel stärker sich selber verändern lassen durch diesen Text. Also das wäre nochmal eine Chance, mit Bibeltexten auch eben umzugehen, um diese Veränderung an sich selbst, in sich selber hineinzulassen sozusagen und dann eben auch diese Perspektive für sich selber zu finden und zu spüren. Dankeschön. Monique, bitte. Mikro. Ja. Also einmal wollte ich nur sagen, soweit ich das sehe, ist in der Vogelabewegung auch, sagen wir mal, einiges, was sich tut. Jetzt im Sinne, wie auch in der Kirche, also das ist schon ganz
gut durchgerüttelt wird, so. Aber was mich so eigentlich beeindruckt hat, war, dass der Zechel beteiligt wird oder dass er im Grunde wie rausgerufen selber agieren muss. Gott hätte genauso gut sagen können, ich sage jetzt, der Geist soll kommen oder so. Nein? Wieso? Also das finde ich voll enorm. Also da würde ich gerne sozusagen andere Kommentare noch hören, dass er so ist, dass Gott sagt, mach mal, sprich mal, ne? Ruf mal heraus. Also so, das finde ich stark. Ja, das ist auch eine Besonderheit dieser Vision, dass hier wirklich der Prophet dann nicht nur etwas verkünden soll, sondern dass er diese Ausführung darstellen soll, dass er also wirklich selber mitwirkt an dieser Neuschaffung und Neuwerdung. Und das ist, denke ich, auch etwas, was wir vielleicht insofern mit ins Leben jetzt mit reinnehmen können, dass wir auch selber sagen, ja, wir können selber auch an Gottes Werk mitwirken. Wir sind selber als Personen auch ganz wichtig. Wir sind nicht nur das Objekt von Gottes Handeln, sondern wir können das auch mittragen. So würde ich das jetzt mal für heute hier mal kurz darstellen. Genau. Dankeschön. Dass es einmalig ist? Habe ich das richtig verstanden, dass es sozusagen eine Ausnahme ist? Ja, genau. Das ist eine Ausnahme. Ansonsten wird einfach nur das Wort ausgerichtet. Aber und sonst ist es meistens so, dass Gott eben selber durch sein Wort das verursacht. Und dass es hier eine Zwischenstation mit dem Propheten braucht, ist zumindest ganz, ganz, ganz selten. Ja. Ingrid, bitteschön, Mikrofon anschalten. Danke für die Erinnerung. Und wir freuen uns auf den Beitrag. Ja, also das war auch in dieser kurzen Zeit, die wir dann hatten, war das auch eine Frage bei uns, inwieweit wir dann auch aufgerufen sind, teilweise diese liminale Phase auch auszuhalten oder nicht aufzugeben, sondern zu hoffen, aber auch selber etwas beizutragen, also nicht einfach die Hände in den Schoß zu legen und sagen, jetzt warte ich auf das, was dann halt kommt, sondern dass wir alle, ich sag mal, alle Anstrengungen machen müssen, die oder sollen oder können, auch in der jetzt bei jedem natürlich verschieden, wo er lebt und so, aber auch in der ganzen Weltsituation, was es da für Krisen gibt und auch im Persönlichen, dass man da, aber es besteht auch die Hoffnung, dass sich, auch wenn es vielleicht lange dauern kann, sag ich mal. Ja. Und was mir noch eingefallen ist dazu ist, habe ich auch in der Gruppe dann gesagt, als Christin würde ich dann auch noch sagen, es spiegelt sich eigentlich in den Gebeinen und die dann wieder lebendig werden und so, einfach Tod und Auferstehung auch irgendwie aus. Und wenn Sie vorher gesagt haben, auch Gott geht da auch hinaus und geht in diesen liminalen Raum, dann ist es genau das, was aber Jesus gemacht hat, ist in den liminalen Raum des Todes gegangen und Gott ist mitgegangen. Und er war dabei, oder dann kam ja die Auferstehung, er kam dann wieder, wie sagen wir, ja, aber möchte ich jetzt nicht weiter ausführen. Aber insofern steckt da ganz viel drinnen halt, ja. Ja, da können wir gespannt sein, was uns in diesem liminalen Raum vor der Auferstehung alle noch erwartet, ja. Ja, aber auch in dem liminalen Raum vor der Auferstehung, der endgültig oder wie man das halt sieht, aber auch im normalen Leben ist, ja. Es gibt immer Tod und Auferstehung. Ja, ja, genau, genau. Das ist mir halt so gekommen. Und Gott geht mit und Gott ist auch da in dem liminalen Raum, auch in unserer Welt, wo er so abwesend scheint, weil er ist in dem Liminal mit. Er ist da, das ist auch eine Botschaft des Ezechiel-Buches, er ist trotzdem dabei. Er ist trotzdem dabei, ja, er ist da. Und dieses Aushalten müssen, ja, genau.
Vielen Vielen Dank. Dank. Ich hab die unangenehme Aufgabe, immer auf die Zeit zu gucken. Ja. Wir haben jetzt noch zwei Wortmeldungen und ich würde Peter Meiners und dann Janina Hiebel bitten, einfach ihre Fragen oder ihren Beitrag zu geben. Und dann kommen wir mal langsam zum Schluss. Also erst Frau Hiebel anscheinend. Andere war vor mir da, aber gut. Kurz. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Das fand ich echt sehr spannend, das tatsächliche Buch von dieser Perspektive zu lesen. Die beiden Sachen hatte ich noch nicht zusammengebracht, also die Rite-Passage und Ezechiel Buch. Und wie das Buch als solches dann die Funktion haben kann, zu erklären, warum es das Exil gebraucht hat. Also auch diese ganzen Texte, die schwer auszuhalten sind mit Vorwürfen und wie schlimm und was sie alles angestellt hatten und wie das dann ausgeführt wird, dass die Funktion davon sein kann, zu sagen, drum brauchten wir das Exil. Drum. Und um dann in etwas Neues zu geraten. Und da ist das Buch ja eher ein bisschen, da lässt es viel offen. Ja, das ist noch sehr, sehr unklar, Ja, genau, ja, ja. das Was für Neue. mich dafür spricht, dass es relativ nah an der Zeit noch entstanden ist. Und darum ist es ja auch gerade so spannend. Sehr stark die Hoffnungsperspektive noch. Genau, ja. Und mit den Knochen, das ist mir noch nie auch so gekommen, aber Sie hatten das Beispiel mit dem, dass man ja oft etwas ablegt von der alten Phase, also Kleidung oder Zeichen. Wenn diese Knochen alles abgelegt oder wenn das Volk alles abgelegt hat, was nicht gut war oder was nicht gepasst hat, und dann nur noch Knochen übrig bleiben, dann unterstreicht es nochmal die Idee, dass da wirklich nichts, Ja, nicht viel genau. zu retten ist. Aber dennoch genug, um Identität weiter zu tragen. Ja, genau, gerade noch, Ja, genau. Also gerade wenn Sie noch, genau. da nochmal tiefer eintauchen wollen, empfehle ich wirklich nochmal den Artikel, den ich auf dem Handout, wo ich den Link abgedruckt habe. Da können Sie Den habe ich, nochmal, ja. sehr schön. Danke. Herr Meiner, Sie haben das Wort. Danke. Ja, ich habe noch mal so ein bisschen kritische Anmerkungen, ich mal versuchen. Also, und zwar, also Krisenbewältigung mit dem Ezechiel-Buch, das ist die Überschrift. Und das ist das, was mich eben auch ja, so ein Stück weit beschäftigt. Beschäftigt deswegen, weil, also ich hatte das vorhin auch in der Gruppe gesagt, es ist, wenn ich heute zurückschaue, dann lässt sich natürlich leicht eine Bestandsaufnahme machen über das, was wir jetzt gelesen haben, über Dinge, die uns beschäftigen und so weiter. Wenn ich das heute aber Ukrainern sage, die hier in Deutschland sind oder wo auch immer verteilt auf der Welt, ich würde sagen oder behaupten, die können damit herzlich wenig anfangen. Also daraus dann noch Hoffnung zu sehen oder daraus eine Hoffnung zu lesen, also sprich die Krise, in der sie stecken, sei es nun Palästinenser, sei es Israelis oder wo, egal, wo man auf die Welt guckt, da etwas draus zu erkennen, also da, okay, wir können das so ein bisschen aus der Distanz, weil wir noch nicht betroffen sind, hoffentlich kommt es auch nicht dazu, aber da denen damit einen Hoffnungsschimmer zu deuten, finde ich schwierig, um Also nicht fast unmöglich. das ist es aber eben genau. Man kann ja nie für andere die Hoffnung erarbeiten. Das geht nie. Man kann nie den anderen sagen, guck mal, wir haben hier jetzt einen Text, es gibt Hoffnung. Ja. Sondern man kann immer nur selber sich durcharbeiten und vielleicht dann die Hoffnung finden, vielleicht einen Hoffnungsschimmer finden oder eben auch nicht. Es ist auch nicht gesagt, dass das klappt. Okay. Also es ist auch nicht ganz gesagt, dass das beim Ezechiel-Buch geklappt hat. Dass es aber überliefert wurde, ist doch ein Hinweis, dass dieses Buch offensichtlich hilfreich empfunden wurde für damals. Aber man kann es nie für andere machen. Und man kann, und es ist auch sehr schwierig, Leuten Texte anzubieten und sagen, lies das mal, vielleicht findest du dann Hoffnung. Das funktioniert auch nicht. Die Leute müssen das selber entdecken. Aber dass es klappen kann, hatten wir ja vorhin gerade gehört, vielleicht auch eher in den kleineren Krisen. Vielleicht die persönlichen sind vielleicht stärker. Also Umweltkrise mit dem Ezechiel-Buch ist natürlich auch nicht so ganz einfach.
Obwohl ich da ja auch ein bisschen dran bin mit dem Thema Schöpfung, Ökologie, was ich gerade bearbeite. Also wie könnte denn da die Bibel für globale Krisen uns ein Narrativ, auch Hoffnungsbilder geben? Bilder, an denen man sich vielleicht auch ein bisschen festhalten kann, was nicht für jeden klappen wird, das stimmt. Und es kann auch scheitern. Wenn die Ukraine scheitert, kommen wir natürlich nicht durch den Prozess durch. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank allen, die sich eingebracht haben. Es ist interessant, dass dieser Text, ich meine, in der evangelischen Kirche in der Osternacht vorgetragen wird. Also Vita ex morte, Leben aus dem Tod. Das ist sehr interessant. Vielen, vielen Dank, Caroline, für deinen sehr lebendigen, interessanten Vortrag. Ich Ja, gebe jetzt gerne. das Wort zurück an und allen, die einfach mit teilgenommen haben an diesem Abend. Ich gebe das Wort jetzt an Bernd Galuschke für die Evaluation und so weiter. Ja? Ja, herzlichen Dank, Hans. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Neuber. Ich musste meine Fragen zurückhalten, aber zugunsten der anderen soll das so sein. Wir bleiben ja sicherlich irgendwie gut im Kontakt. Ja, die Bitte an Sie und euch, uns zu helfen, dass wir auch weiter die Angebote machen können, mit Hilfe von so faszinierenden Persönlichkeiten wie Frau Neuber und Franz Sedelmeier. Deswegen gebe ich jetzt mal den Fragebogen frei. Ich bitte ganz herzlich, dass möglichst viele ihn ehrlich beantworten. Nur man muss jede Frage beantworten, sonst klappt das nicht. Und am Ende ist es anonym. Ich denke, 4 Minuten reichen dafür. Wie immer, ich gucke auf die Uhr und am Ende kann ich dann das Ergebnis freigeben, das natürlich, wie gesagt, anonym ist, aber dann wissen alle ungefähr, wie die Umfrage ausgegangen ist. Und vor allem hat Frau Neuber ein kleines Echo auf ihre Mühe, ihren Einsatz und was sie so toll uns rübergebracht hat an Perspektive. Im Grunde genommen ist ja jetzt jede und jeder selber unterwegs, den Ort der Hoffnung zu finden. Damit hat sie uns ja eigentlich auch entlassen, dass wir in dem liminalen Raum uns bewegen dürfen und selber die Hoffnung finden können. Ja. Ja, die herzliche Bitte, also wie gesagt, die spontan und aus dem Bauch raus, nicht zu lang reflektieren darüber, die Fragen zu beantworten. Ich glaube, das müsste möglich sein. Aber vielleicht gibt es noch zwischendurch, Frau Neuber, damit jetzt nicht ich die ganze Zeit erzähle, von Ihnen, gibt es noch ein bestimmtes Ritual, was die Israeliten im Exil gefeiert haben? Also ein explizites Passage-Ritual. Also ein Ritual kenne ich jetzt nicht direkt, aber was auch sehr stark durch diesen Prozess geprägt ist, ist die Exodus-Erzählung und damit natürlich das Pessachfest, wo ja die Exodus-Erzählung dann auch nacherzählt wird, weil da haben wir genau dieses Schema aus Ägypten raus und dann in der Wüste sein. Da haben wir wieder die Wüste und dann ins verheißene Land hineinkommen. Und naja, das kann dann schon mal 40 Jahre dauern, diese liminale Phase, bis man endlich fähig geworden ist, in dieses verheißene Land hineinzuziehen. Und das wird natürlich immer wieder erinnert im Pessachfest. Also insofern ist Pessach eigentlich ähnlich wie Ostern, nur mit völlig anderen Texten und Hintergründen, sind beides sehr liminal geprägte Feste. Ja, danke nochmal für die Antwort, so während die anderen. Ich kann ja auch nicht mit abstimmen hier, es geht nicht bei dem Prinzip, aber dann konnte ich wenigstens diese Frage noch loswerden. Und ich glaube, damit kriegt auch in diesem Jahr Ostern für mich, vielleicht auch für uns nochmal eine neue Färbung, auch der Gründonnerstag, das Und Abendmahl. die Fastenzeit als liminale Zeit vielleicht. Die Fastenzeit ist auch so eine Schwellenzeit, oder man kann sie gestalten als Schwellenzeit. Besonders stark, Franz, wenn man Exerzitien macht natürlich. Dann die Exerzitien sind ja auch, wo man aus dem Alltag rausgeht in einen ganz anderen Raum und sich selber verwandeln kann.
Es ist interessant, du hast ja auch den Rabbiner Brand kennengelernt in Augsburg hier. Er hat es immer wieder betont am Pessach. Der erzählt an der Familienfeier und er soll so erzählen, dass jeder sagen kann: Ich bin aus Ägypten ausgewandert, ich und so weiter. Das heißt im Grunde ein Nachleben dieses Prozesses, ja. Genau. Darf ich noch kurz was fragen? Ja, klar. Weil das ist irgendwo hängen geblieben, dass Gott sich da ändert. Also ich habe so immer gelernt, dass Gott sich nicht ändert, dass er immer der gleiche ist. Wie soll ich das also verstehen mit dem Ändern, dass Gott Ja, sich ändert? das ist sozusagen ein kleiner Dissens zwischen den Bibelwissenschaftlern und den systematischen Theologen, könnte man etwas gemein sagen. Vielleicht, also von der griechischen Philosophie her, ist Gott der, der sich nicht ändert, der ewig Feststehende, der immer Gleichbleibende. Wenn wir aber die biblischen Schriften lesen, stellen wir fest, dass da ganz viel Veränderung da ist. Jetzt, ich könnte jetzt an den Franz weitergeben, wenn ich Hosea nämlich zitiere, wo also Gottes Herz sich umstülpt und er eben sagt, ich kann mein Volk nicht bestrafen, mein Herz stülpt sich um, habe eine besondere Beziehung zu meinem Volk. Also wir merken, da ist ganz viel Dynamik in diesem Gottesbild drin. Und ich glaube, dass das eine Bereicherung für unsere heutige Theologie sein kann, das verstärkt aufzunehmen. Franz, willst du noch was dazu ergänzen? Man könnte vielleicht so sagen, Gott ist Liebe, sagt das Neue Testament und zeigt auch Hosea, aber Liebe ist immer neu. Sie geht mit. Sie geht mit und nimmt teil an diesem Prozess. Und damit zeigt sich auch der Deus Semper Maior, der immer größere Gott, durch die größere Liebe, die er, also das wäre so eine Möglichkeit, das zu verstehen, ja? Aber im Kern bleibt er dann dadurch gleich, weil er immer Liebe bleibt, oder? Und die ist immer neu, genau. Danke. Dann nochmal dir, liebe Caroline, und Ihnen allen vielen, vielen herzlichen Dank für den schönen Abend, für den reichen Abend, schön ist etwas fast farblos, für den reichen Abend mit den vielen Impulsen zu Ezechiel. Da schlägt mein Herz immer hoch natürlich, wenn zu Ezechiel etwas kommt. Wenn es Ihnen möglich ist, auch unsere Arbeit zu unterstützen, durch einen kleinen Beitrag für die Ausgaben, die anfallen, oder auch durch eine Mitgliedschaft in unserem Verein, dann ist es eine wertvolle Hilfe. Aber wir freuen uns auf jeden Fall über jeden, der sich interessiert für unsere Beiträge, für das, was wir versuchen, auf diese Weise zu geben. Wir würden wieder abschließen mit einem Gebet, und ich habe mir gedacht, einen Wallfahrtspsalm zu nehmen, den Psalm 126. Da ist so ein Transformationsprozess im Grunde auch thematisiert. Als der Herr das Los der Gefangenschaft Zions wendete, da waren wir alle wie Träumende. Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jauchzen. Da sagte man unter den Völkern: Groß hat der Herr an ihnen gehandelt. Ja, groß hat der Herr an uns gehandelt, da waren wir fröhlich. Wende doch, Herr, unser Geschick, wie du Trockentäler füllst im Südland. Die mit Tränen säen, sie werden ernten mit Jauchzen. Sie gehen und weinen und tragen den Samen zur Aussaat. Sie kommen, ja kommen mit Jauchzen und tragen ihre Garben. Eine gute Zeit und Gottes Segen in dieser liminalen Phase auf Ostern hin, auf das Neuwerden hin. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitdenken.